Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Ja, das war gerade ein sehr, sehr komischer Start, gebe ich offen und ehrlich zu, mit dem Okay. Aber ja, ich habe noch kurz bevor ich auf Aufnahme starten gedrückt, habe noch was eingestellt und dachte mir so in dem Moment so, okay. Und dann ging auch schon die Aufnahme los. Tut mir unglaublich leid, aber wie dem auch sei. Ach, das Update von Sims, das alles ist jetzt irgendwie so ein bisschen angepasst, ne? Also die ganz, das alles sieht irgendwie so besser aus. Ach, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. So, Samantha, spar dir das Nickerchen, schlaf direkt. Das gleiche gilt für dich, Axel, obwohl du erstmal was essen könntest. Okay. Nevermind, geh einfach ausschlafen. Ellie, du bist ja alt. Du kannst. Ist oben besetzt. Benutzt das mal. Kati, kannst du bitte mal ganz kurz angurren? Mach, pscht, mach einmal liebkosen. Dann die schmutzige Windel wechseln und mit Flasche füttern. Während Ellie oben aufs Klo geht und dann unten direkt wieder schlafen gehen kann. Alter, Hilfe, das ist ja. Hier geht alles den Bach runter. Das ist das Einzige, was ich wirklich hasse an Geburtstagen. Kerzen entfernen. Oh Mann, das ist so nervig. Hier steht alles rum. Ist das noch gut? Ey, da stelle ich alles zurück. Es ist alles noch gut, das Essen. Oh Mann. Und hier steht auch Müll und Jenny. Jenny. Komm. Geh direkt schlafen. Geh direkt schlafen. Dominik? Alter, was geht bei dir? Geh mal duschen, bitte. Und dann kannst du hier oben in deinem Bett schlafen. Und Kathi kümmert sich gerade sehr gut um das Baby. Sie hat ja auch mal als Babysitterin gearbeitet. Ich glaube, ein Wochenende. Und dann habe ich das gekündigt, weil mir das zu stressig war. Jetzt geh schlafen, Mädchen. Geh einfach in dein Bett schlafen. Schmeiß dich ins Bett. Obwohl. Nope. Du gehst erstmal aufs Klo. Und dann gehst du schlafen. Ja, geh doch aufs Klo, Kati, Mann. Ohne Mist, geh aufs Klo. Wir haben Geld verdient. Okay. Warum nicht? Aber wir verdienen auch die ganze Zeit währenddessen hier Geld, weil ich Müll wegschmeiße. So blöd es sich anhört, tun wir aber. Ja, Diana, du. Warum machen alle ein Nickerchen? Seid ihr alle zu inkompetent, vernünftig schlafen zu gehen? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, Diana, hops, richtig ins Bett. Hau rein. Richtig schlafen. Ja, geht doch. Mein Gott, was war jetzt daran so schwer? So, du gehst richtig schlafen, genau. Das ist, glaube ich, noch gut gewesen. Ach, drauf geschissen. Weggeschmissen. Oh, da steht noch mehr Kram, ey. Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, ey. Aber wir machen gut Geld gerade. Das ist schon angefressen, das will eh keiner haben. Ja, Urlaubsgeld verdient, schön. Wer ist jetzt wieder wach? Wer wird wach? Keiner hiervon. Das Baby bestimmt. Aber ich hasse es, dass man es das davor schon in die Hand genommen hat. Das nicht geht. So. Oh mein Gott, wir werden sowas von. Und den Kuchen stelle ich ganz schnell weg. Oh, es ist laut. Moin. Ja, das ist schon ganz schön laut. Mache ich das mal ein bisschen leiser. Machen wir mal Mittel. Dankeschön. Oh Mann. So viel Müll. Wem geht's denn jetzt eigentlich am besten, dir, Samantha? Wieso kann ich denn das alles nicht nehmen? Hallo? Hallo, ich will das schieben. Hä? Dann nicht. Mach ich eben hier weiter.
So, Lektion fröhlich. Dominik ist ein fröhliches Sim, sind häufig glücklich. Schön. Bringt mir nur gerade nichts. Ich muss hier aufräumen. Oh, Jenny, du bist... Oh, Jenny, sehr gut. Da ist ein Klo. Da ist ein Klo. Da ist ein Klo. Geh aufs Klo. Und dann kannst du bitte einmal da die Kerzen entfernen. Oh mein Gott, sie ist schon alt. Das ist schon krass. Dann darfst du einmal eine erfrischende Dusche nehmen. Während ich hier weiter wegschmeiße. ja. Oh mein Gott, so viel Müll. Ja, okay, waren noch zwei Geburtstage auf einmal. Das hat ja was zu bedeuten, war ja nicht ohne. So, komm. Du hast die Toilette kaputt gemacht. Dein Scheiß, ernst? Die darfst du reparieren, das sehe ich nicht ein, das dafür Geld zu zahlen. Nur weil du eine alte Frau bist. So, da ist noch ein Glas. Ist das jetzt wieder... Ja, so, noch ein Glas. Ausgezeichnet ist die Torte. Ich will die wegtun. Ups. Oh, ich wollte... ich wollte machen und dann kam so bei rum. Ach ja. Ah, das hat richtig gekratzt in dem Hals. Oh, ja, das schaff auch nur ich. Ja. Du singst, habe ich das richtig gehört? Du singst beim Duschen? Also nicht, dass ich es schlimm finden würde, aber es ist ziemlich laut und komisch. Oh mein Gott, ey. So, nächste Gläser. Das da musst du dann per Hand wegräumen. Obwohl, das kann ich bestimmt, genau, das kann ich verschieben. So. So. Oh Mann, jetzt haben wir zwei Senioren schon im Haushalt, das ist krass. So, komplett grün. Bingo. Oh Mann, wir haben über 1000 Simoleons verdient, indem wir einfach nur Müll wegschmeißen. Dieser Mülleimer ist echt super. Man schmeißt Müll weg und kriegt dafür auch noch Geld. Das ist die beste Erfindung auf Erden. So. Komm. Bingo. Auch 4000 Simoleons schon. Ey, wir können, glaube ich, unser Bad oben einrichten, wenn es so weitergeht. Und das noch. So, wahrscheinlich steht oben auch noch Müll. Oder hier. Okay. Okay, oben steht tatsächlich kein Müll. Da bin ich sehr erstaunt drüber. Aber wir richten jetzt wirklich mal das Bad ein. Okay, gut. Ich dachte, ich habe gerade die Aufnahme gestoppt. Ich hatte gerade kurz Panik. Ja, das hat was. Aber jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollen würde in einem Bad. Das hat auch was. Ja, ich mag so... Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie voll gerne, wenn da so Stein an der Wand ist. Kann ja das so machen. Und den Rest in diesem... Ich würde nur gerne wissen, ob das auch gut aussieht. So. Wie sieht denn das aus? Ja, ich finde das gar nicht mal schlecht. Wenn man da jetzt einen passenden Boden zu findet. Warum nicht? So, ich weiß nicht, ob ich auch Holz nehmen soll. Ich bin so... So, hier würde ich dann Holz nehmen. Und dann für die Badewanne oder so würde ich dann hier ganz gerne... Oder für die Dusche dann da Fliesen hin tun. Oder einen Augenblick. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, das ist alles so, wie es ist. Finde ich gut. Und zwar Holz mache ich dann... Welches hatte ich denn gerade? Das hier, ne? Dann machen wir... Hier beim Eingang machen wir das so. Hier Holz und hier Fliesen. Dann machen wir das Waschbecken hin und so und dann passt das ganz gut. Dann machen wir Fliesen dahin.
Also hübsche Fliesen, die, wo man sagen würde, ja, da möchte ich auch bitte reingehen. Gibt es denn hier vielleicht Rot? Ich brauche mehr Licht. So. Eine Lampe brauchen wir auch, ne? Sieht das denn gut aus? Ich bezweifle das. Ich packe da erstmal eine Lampe rein. So, es ist schön hell. Und wir haben Geld gespart. Das ist mit unter anderem eins der wichtigsten Dinge hier. So, jetzt nochmal zu den Fliesen. Vielleicht. Oh mein Gott, nein, es ist grauenvoll. Aber vielleicht die in. Oh nein, 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 nope. So much nope. Nein, das passt nicht. Das passt einfach alles nicht. Das gefällt mir nicht. Nein. Auch nicht. Boah, Hilfe. Das sieht auch schrecklich aus. Stein. Nee, das ist Metall. Erde. Einfach Erde reintun. Das ist ekelhaft. Das tut in den Augen weh. Das sieht nicht schlecht aus. Das hat was. So. Als Kontrast. Was ist eigentlich, wenn ich... Ach, da gibt es nur diese eine Variante. Aber das finde ich nicht schlecht tatsächlich. Das ist halt was Helleres. Also ich finde es gar nicht... Ich finde es tatsächlich nicht schlecht. Ja, kritisiert ruhig meinen Geschmack. So, unsere Pflanzen verwelken übrigens bald. Deswegen, da muss ich auch gleich nochmal Ellie ranschicken. Oh, das finde ich hübsch. Das sieht sogar sehr schön aus, tatsächlich. Oh, das ist auch sehr hübsch. Das finde ich sogar noch hübscher. Aber das ist dann zu viel. Aber so etwas würde auch sehr gut da reinpassen. Ne, das ist dann irgendwie doch zu... Das ist auch sehr hübsch. Sowas ist auch sehr hübsch. Ich weiß nicht. Sowas würde auch... Also sowas Altertümliches würde da auch reinpassen. Keine Frage. Aber, okay, das reicht erstmal. Also ich finde das ganz hübsch eigentlich. Ja, das sieht nicht schlecht aus so. Ich kann so schön dekorieren. Das gefällt mir voll gut. So, eine Pflanze und dann eine andere auf jeden Fall hin. Egal, erstmal vielleicht den wichtigen Teil machen. Ja, schade. So eine Eckbadewanne fände ich ganz cool eigentlich. Vielleicht sogar tatsächlich sowas. Das ist auch sehr hübsch. So eine Duschwanne wäre auch wirklich gut. Dann müsste man das Fenster da aber wegtun. Tatsächlich würde ich das sogar, glaube ich, erstmal so machen. Aber dann macht diese Verkleidung, die müsste dann schon bis hier hingehen. Ja, die müsste dann schon so gehen. Wobei ich sogar glaube, das ist zu viel hier. Wobei, nee, ist glaube ich sogar genau richtig. Entschuldigung, meine Stimme verschwindet irgendwie die ganze Zeit. Dafür entschuldige ich mich einmal. Ja, nehmen wir das. Ja, aber ich mag das ganz gerne. Es ist auf jeden Fall ein hübsches Badezimmer. Es ist halt so, vor allem mit dieser Badewanne hier, so ein bisschen altertümlich. Das finde ich aber ganz cool. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Oh, das passt da perfekt rein vom Stil her. Oh, mir gefällt das Badezimmer hier oben sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. So ein paar Accessoires. So, hier, damit man auch beim Duschen hier direkt Zugang zu dem Duschzeug hat. Und,
Oh Gott, ich muss das einmal ein bisschen runter machen. So. Ich würde das so als Abtrennung ganz gerne nehmen, so. Klopapier wäre nicht schlecht. Und noch so ein Raumtrenner würde ich dann gleich hier noch hin tun. Aber irgendwie hier noch so. Was ist das eigentlich? Ach, das ist Wäsche. Da. Und so. So Handtücher hier so. Ja. Hat was. Sie hängen auf jeden Fall. Ich glaube, da würden sie sogar tatsächlich besser dranhängen, aber da passen sie nicht hin. Ach komm, dann hänge ich sie hier hin. Okay, das sieht bescheuert aus. Dafür ist dafür. Nee, das ist einfach nur falsch. So, dann, gibt's hier nicht so ein. Dann nehme ich zwei davon. So. Und jetzt noch ein Raumtrenner. Hoch. Raumteiler da. So etwas passt tatsächlich sehr gut. Dann, wenn man da so reinkommt, dann ist das halt nicht sofort so im Blick, ne? You know what I mean? So. Das Badezimmer ist verdammt gut geworden, finde ich. Also, ich mag es. Ich mag es sehr gerne jetzt schon. Automatisch einschalten. Alle Lichter. Also, ich mag es. Ich mag es sehr, sehr gern, das Badezimmer hier oben. Ich finde es sehr, sehr schön. Oh, ich freue mich gerade voll. Ich finde es irgendwie cool. Ach ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die letzten Folgen hier bei mir bei die Sims 2, Sims 2, Sims 4, ja. Ach so. Ja, doch, machen wir. Doch. Wir gehen jetzt mal mit Jenny aus. Auch wenn wir schon alt sind. Egal, wir gehen aus. So. I don't even care. Aber irgendwie ist es eklig, ne? Dass, ja, sie ist ja schon so ein. Also, das heißt, es ist eklig, aber irgendwie passt das nicht mehr. Er ist noch ein junger Erwachsener und sie ist schon eine Oma. Aber sie haben ein gemeinsames Kind. Das ist immerhin, das ist schon krass. Da hat Jenny noch die letzten Tage, bevor sie gealtert ist, nochmal schnell das Kind geworfen. Ach ja. Ja, das ist, aber wir haben auf jeden Fall mit jedem, also wir haben ja angefangen mit drei Sims. Mit Jenny, Samantha und, Ellie. Und jeder von denen hat mindestens ein Kind zur Welt gebracht. Sprich, jeder hat für Nachwuchs gesorgt irgendwie. So, also, sie haben... Jeder hat eine Familie gegründet. So, sag mal, hallo. Hallo. Hüftstoß direkt mal hier. Heiratsantrag? Nee, danke. Oh, süß. Dann prüfen wir mal, ob du heiß bist. Jo. Sie sind ein süßes Paar auf jeden Fall. Super. Aber voll cool, dass er so... Oh, da ist ja echt... Da sind ja echt Bären. Dann komm, dann, hier hingehen, komm. Wo bist du hin? Wo ist er hin? Verdammt, ich habe ihn verloren. Wo ist er hin? Hä? Hä? Hat er uns jetzt ernsthaft sitzen lassen? Das ist er auch nicht. Wo zur Hölle ist er hin? Was? Ich verstehe es nicht, wo ist er hin? Der hat uns jetzt nicht ernsthaft hier sitzen gelassen. Das ist jetzt nicht sein Ernst.
Wir wurden eiskalt abserviert. Komm, wir machen Spielen mit dem Bären da. Okay, das sind zu viele. Komm, wir machen hier so zu viert. Komm hier, Bär. Wenn er wäre, nicht mein Problem. Dann machen wir uns selber hier einen schönen Abend. Was ist denn das? Er lädt uns ein und haut dann ab. Achso, du hast dich doch entschieden für die andere Seite. Hä? Bist du doof? Spielen! Jetzt hau rein, Jenny. Ich habe die extra gerade gefragt, ob die mitspielen, so. Oh, das ist cool. Die Bärennacht. Naja, immerhin hat sie Spaß. Hä? Ich wäre jetzt mega angepisst an ihrer Stelle. Hä, was? Ja, ich finde das gerade echt ein bisschen dreist, ne? So, lädt er uns so ein, so, hey, da ist in der, übrigens in der Bar, da ist eine Bärennacht, lass mal zu zweit da hingehen. So, sagt er einmal Hallo, gibt da den Kuss und verpisst sich einfach. Was ist das? Ey, Jenny, du musst voll den Aufstand machen, ne? Wo ist denn das hier? Wo ist er hier? Wo ist er hier? Aufstand machen. SMS schicken. Ja, einladen hier, komm. Jetzt, dein Ernst, du möchtest... Ja, lad ihn mal bitte ein, der soll mal herkommen. Jetzt, das ist nicht sein Ernst. Er schläft. Das bringt er jetzt nicht wirklich so, wie er das jetzt gerade macht. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Okay, komm, hier, wir machen, Sim herausfordern. Ja, lieber nicht. Machen wir lieber trainieren. Ne, machen wir spielen mit, dem da. So. Komm, nicht trainieren, wir spielen mit denen sofort direkt alle zusammen. Dann machen wir uns eben einen schönen Abend, ist mir egal, dann... I'm give a fuck, wir machen das dann eben... Ach, Du bist doch der Barkeeper. Ich habe den Barkeeper ausgewählt. Und der... dem ist jetzt so alles egal. So, ach, ich muss die Bar nicht leiten. Ich spiele einfach mit ein paar Bären und ein paar Leuten hier so ein komisches... Wie nennt man das? Oh, mir liegt der Name... Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Das Ding da, was die spielen hier, ne? Das da. So. Aber Jenny hat auf jeden Fall... Oh, das Ding ist magisch, das baut sich selber zusammen. Aber Jenny hat auf jeden Fall großen Spaß. Immerhin etwas. Aber nun gut. Ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Verbleibende Zeit, 21 Minuten. Ja, dann spule ich mal vor. So. Ist vorbei. Du wolltest nach Hause gehen, so ist es irgendwie langweilig. Zurück nach Hause, komm. Jenny, wird Zeit. Du bist wieder ein bisschen müde und ich glaube, du musst morgen sogar arbeiten. Das ist natürlich die beste Voraussetzung für alles. Oh Mann, ey, das ist aber echt, das ist echt dreist von ihm. So, hey, hast du Bock, was zu machen? Okay, ich nämlich nicht, deswegen lasse ich dich sitzen. Bye. Man sieht sich. Oder auch nicht. Deswegen, okay, das ist jetzt kein Grund, Schluss zu machen, aber Jenny, du müsstest dich voll aufregen und ihn voll fertig machen, ey. Mann, ich würde das lustig finden. Ich glaube, das nachher... Obwohl, ich weiß es nicht. Mal gucken. Also, die Idee dahinter war ja gut, dass er uns eingeladen hat und so. Aber die Umsetzung war schon ziemlich schlecht. Also, war schon ziemlich scheiße. So, jetzt, schmeiß dich ins Bett. Schmeiß dich einfach ins Bett. Dein Ernst? Aufräumen. Weglegen, ist der noch gut? Ja, der ist noch sehr gut. So, räumt mal hier auf. Komm.
So. Ja, dann brauchst du das aber nicht machen. Dann kann Axel hier den weglegen. Und Diana, zur Hölle, geh zur Seite einfach. Oh Gott. So, den Kuchen stellst du weg und du räumst den ganzen Kram hier weg. Und Axel, komm hier, putz das, putz den Kram da. Ja, komm. Damit du wenigstens jetzt auch etwas gemacht hast. So, Diana, das räumst du weg. Hallo, ich glaube, es hackt. Muss ich jetzt alles machen oder was? Und was machst du? Sag mal, bist du geistig komplett am... Räum das weg. Wisch das auf. Ja, jetzt tu nicht so auf alte Frau, ey. Mein Gott. Axel. Aufräumen. Aufräumen. Räum das alles weg. So. Kümmert euch um den Haushalt, verdammte Axt. Mein Gott, ich könnte doch nicht alle die ganze Zeit nichts machen. So. Ach, und direkt das neue Badezimmer benutzen. Super, ne? Ich finde das Badezimmer super. Habe ich schon gesagt, dass das Badezimmer super ist? Ich finde das Badezimmer super, habe ich das schon erwähnt? Ach ja. Aber ich finde es echt sch ziemlich schick. Ich mag es ganz gerne. So. Du könntest mal den verdammten Garten pflegen. Komm, hör auf, aufzuwischen, gegen den Garten pflegen. Axel übernimmt das jetzt mit dem Wischen. Axel übernimmt das mit dem... Ach, spontan hast du eine andere Haarfarbe. Hä? Hä, was zum... Du hast graue Haare. Was machst du? Oh nein, Kati, komm, hör auf, lass das. Schreib lieber dein Buch weiter. Schreiben, weiterschreiben. Hier, ich heiße Marvin, das ist immer noch nicht fertig. Schau rein. So, mach dich nützlich. Und du könntest jetzt auch mal aufhören, hier so einen Müll zu machen und einfach Hausaufgaben machen. So, du hast locker welche. Hast du nicht? Ist das jetzt dein Ernst? Räum das auf. Räum das einfach auf. Oh. Was ist falsch mit euch? Du kannst auch mal was für deinen Job tun. Landschaftsgemälde malen. Hör auf, dahin zu gehen, lass das. Oh Mann, Leute, ihr macht einfach alles falsch. Samantha, hau rein, du musst was für deinen Job tun. So, und wir brauchen wieder ein bisschen Geld. So, um Gottes Willen. Diese Familie, die bringt mich noch um den Verstand. Aber ich sage einfach jetzt mal Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Sims 4. Bis euch noch einen schönen Tag und tschüss.